So, hey Leute, ich habe mir mal gedacht, dass ich eine Runde mit euch Let's Play mache und habe mir hier Skyrim ausgesucht, weil mein Mitbewohner meint, dass es voll cool ist und dann habe ich mir gedacht, okay, dann zocke ich das mal. dann habe ich mir gedacht, aber bevor ich hier so gleich mal so ein Let's Play mache, spiele ich das Spiel erstmal an, um zu gucken, wie das so funktioniert. Ja, ich bin dann irgendwie bei Level 26 oder so gelandet, weil, keine Ahnung, es hat mir doch schon ziemlich gefallen. Und, naja, so viel zum Thema Anspielen. Also im Grunde genommen weiß ich schon, wo so alles grob liegt und bin irgendwie schon ziemlich informiert, aber ist egal. Dafür habe ich diesmal wenigstens so halbwegs einen Plan, was ich machen will, weil irgendwie letztes Mal habe ich mir gedacht, gut, ich bastel mir mal irgendwas zusammen und habe da so wild durch die Gegend geskillt, weil ich mir dachte, wow, hier cool, Einhandwaffen sind voll cool und starke Panzerung ist voll cool, bis ich dann später aufgehört habe, mit starker Panzerung rumzulaufen, weil die irgendwie voll lahm ist, ich weiß auch nicht. Ja, und jetzt, oh, ich muss die Maus bewegen. Alles klar, das kriege ich hin. Hallo. Besonders Schwestern. Ich sehe hier auch so viele. Obwohl, da vorne ist noch ein Wagen. Könnten. Ja. Der Chefe. Der Rebellenchef. Ja, wahrscheinlich ist es auch ein bisschen lustiger, wenn ich so ein bisschen Let's Play mache und euch so ein bisschen einfach vom Pferd erzähle. Aber apropos Pferd, hallo. Weil, keine Ahnung, ich könnte auch Vlogs weitermachen, aber das ist, glaube ich, wenig spektakulär. Und irgendwie plane ich und organisiere ich immer dies und das, oder beziehungsweise ich denke daran, irgendwas zu planen und zu organisieren. Das dauert dann immer extrem lange, bis ich irgendwie mal den Arsch hochkriege und überhaupt was gemacht bekomme. Ja, ich wollte ja auch mal irgendwann mit euch ins Museum gehen zum Beispiel, aber dann bräuchte ich ein Stativ und das muss ich erst kaufen, aber dazu müsste ich irgendwie in Aktion treten und ach, ist alles so anstrengend, ich weiß auch nicht. So, wir sind also in Helgen. Ja, hier willkommen in Skyrim, wo es irgendwie immer am Schneien ist und wo es trotzdem, wie man hier sieht, üblich ist, oben ohne rumzulaufen, auch wenn das Wetter irgendwie kalt und karg ist und wie auch immer. Ist natürlich obligatorisch, da muss man immer halbnackt rumlaufen, weil das ist, keine Ahnung, hier Berge und Höhensonne und so weiter, ich weiß auch nicht. Oh, alles klar, wir haben die Parklücke gefunden. So, warum sehen die aus wie Römer? Ja, hier wunderbar. Bogenschützen auf bewegliche Ziele. Zack. Ja, dann steppe ich mal forward. Wer bin ich? Gute Frage. Also,
Na, hier kann man so Leute auswählen mit verschiedenen, also so Rassen sozusagen, mit verschiedenen Fähigkeiten. Und eigentlich sollte ich hier so einen tollen Elfen machen, weil ich irgendwie gern durch die Gegend schleiche und Bogen schieße, aber irgendwie gefällt mir das nicht und ich wäre dann lieber ein Ork, also mache ich mir mal einen Ork. Genau. Ist die Frage, Sex oder kein Sex? Sex oder kein Sex? Ja. Okay. Oh, da kann man sich schon vorgebastelte Leute nehmen. Wir nehmen erstmal den. Ja, so. Fette Sau. Ab zu den Fatfighters mit dir. Ja, und wie haben sie dich immer genannt? Fetti, fett, fett, fettes Fettschwein. Nee, ich glaube, so ist schon in Ordnung. Ja. Kopf kann nicht schaden, auf jeden Fall. Der Komplexe oder hat er keine Komplexe? Na, keine Komplexe. Obligatorischer Schmutz, also auf jeden Fall muss jemand irgendwie Schmutz im Gesicht haben, den man auch nicht potenziell wegwaschen könnte. Mit individueller Farbe. Oh, hier ein bisschen rötlich. Narben, gut, wenn man jetzt so ein toller Krieger ist und so weiter, können Narben nicht schaden. Da war doch. Oh, hier. Da, so eine kleine am Auge, wunderbar. Kriegsbemalung. Ja. Hätte ich auch schon mal rumgeguckt, aber das Schönste ist irgendwie hier das Braune. Ich habe irgendwie nicht so Lust auf Hello Kitty Rosa oder. Das weiß ich nicht, was hier komisch lila. Wie sieht denn das aus? Das kann man doch nicht machen. Ja, in your face. So, Nase. Nee. Ja, das sieht doch ganz normal aus. Ja, das Lustige ist, man kann den Kopf auch irgendwie drehen, wenn man was einstellen will. Aber wenn ich das mache, dann muss ich immer hier oben in den Oberkategorien wieder hin und her springen, weil er dann nämlich hier die einzelnen Anwendungen nicht macht. Na, ganz so schlank muss er ja auch nicht sein. So. Darum mache ich erstmal das, was man frontal macht und gleich das, was man im Profil macht. So. Gesunde Wangenfarbe. Bisschen dunkler. Oh, hier so richtig schwarz, natürlich. Okay. Okay. Ja, Augen sind auch sinnvoll. Xing Shong, wir sind schon wach. Xing Shong. Putzig. Oh, nehmen wir die, die sind ganz normal. Rote Augen, Ork aus der Hölle. Hölle. Na, das sieht ganz normal aus. Passt, passt. Eyeliner. Ein Thema, zu dem wir Michelle van fragen sollten.
So, wunderbar. Ich glaube, die wird dem auch gleich eine Maske verpassen, damit er nicht mehr so grobporig ist. Augenbrauen, Puschel-Augenbrauen. Noch puscheligere Augenbrauen. Klingonen-Augenbrauen. Nee, ich glaube, keine Klingonen. Warte mal. Oh, die sind ganz ordentlich. Ich will ein bisschen höher machen, damit er ein bisschen lieber aussieht. Ja, lass uns die Zähne noch größer machen. Ja, hier voll das fette Killerkinn. Lippenfarbe. Michelle Phan, wo bist du, wenn man dich braucht? Nehmen wir mal das, das sieht ganz normal aus. Und Haare. Können wir jetzt ins Profil gehen? Ich bin nicht dafür, dass der. Ich hab's ja gesagt, aber nee. Hallo? Nein. Auf dem Kopf keine Haare, im Gesicht aber schon. Ui, das ist doch schick. Kein Blondie, kein Schwarzi, doch. Oh, jetzt geht's cool. Oh, schon besser. Alles klar. So, hier nochmal schick Profil. Was machen wir mit dem Mund? Das Kinn weiter nach vorne. Na wunderbar. So sieht er doch ganz ordentlich aus. Nur, ich denke, das wird's dann wohl, ne? Hier. Guck nach vorne, du Fritz. Ja, kann sich doch sehen lassen. Und er. Ja. Und wir nennen ihn. Wunderbar. Und nun, da wir ein Char mit einem Namen haben, würde ich jetzt mal sagen, machen wir hier mal so die erste Pause.